Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm. So, hier ist eigentlich auch ganz klar, was wir nehmen. 10% Geschwindigkeit der Dorfbewohner erhöht. Machen wir. So, und dann haben wir plus 25. Händler werden schneller ankommen. Oder ich krieg den Handwerker, den ich nicht brauche. Nehmen wir das. Was ist das? Ja. Das kriegen wir hin. Baumaterialien, Pakete. Haben wir halt derzeit. Wo ist eigentlich der. Der wird noch gebaut. Nee. Wo ist denn. Da. Machen wir mal auf mit Feldfrucht. Und machen wir Baumaterialien, Pakete. Ja, nehmen wir am ehesten doch Bretter. Ah, schon wieder so ein. Loris hier. Gerade einen freier. Haben wir noch 15? Ja. Dann machen wir das auch. Obwohl das natürlich hier wieder schön was anderes gäbe, aber egal. Muss man durch. Hier noch ein bisschen Flachs. Schilf, sorry. Machen wir mal gerade. Habe ich zwar keinen Baumeister mehr. Aber egal. Hier sollte man eine Echse arbeiten lassen. Wo arbeitet denn unsere einzige Echse, die wir haben? Reingesetzt. Ah, hier. Dann gehst du hier rein. Das bringt dir mehr und da hast du mehr Spaß. So. Wir haben jetzt auch mal ein paar Ziegeln schon da. Das ist ganz gut. So, wir müssen gerade aufs Handy gucken. Muss hier nebenbei noch was klären, sorry, aber ist gleich fertig. Was haben wir? Sommer? Ach so, Lichtung. Hier ist aber viel geboten. Seemark, wieder Dings, große. Ich brauche Geld halt, ne? Deswegen machen wir hier das auf jeden Fall mit den Haken. Eine Ranch. Zum Glück haben wir die noch nicht gebaut. Und dann haben wir hier Los Altaros des Verfallos. Gut, das können wir auf jeden Fall lösen mit Seemark. Kriegen wir halt Getreide, aber verringern die, ja gut, das ist nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Verringern die Feindseligkeit, wenn jemand geht oder stirbt. Das habe ich nicht vor, deswegen wird das mit Seemark niedergerissen. Alter, ich brauche Leute, ne? Überleg gerade, ey, was kann ich denn? Ich kann gerade nichts tun, um Leute zu kriegen, außer zu warten.
Wie sieht es eigentlich aus? Sollten wir jetzt langsam mal die Schmelzerei bauen? Okay, pass auf. Erntelager ist leer. Das heißt, der geht erstmal hier hin. Dann haben wir die Plage der Finsternis. Die Sturmsitterung dauert doppelt so lange. Cool. Mhm. Mega geil. So, dann würde ich sagen, damit wir die Füchse einigermaßen happy kriegen, brauchen die ein Dach über dem Kopf. Das heißt, die gehen jetzt hier erstmal aus den unwichtigen Sachen raus. Daraus nicht. Hieraus ja. Und versuchen zu bauen. So, einschmelzen. Bauen. Okay, den haben wir schon. Gut. Bäckerei hatten wir den Perk, oder? Haben wir den genommen? Bäckerei 50% schneller? Bin mir gerade nicht sicher. Welche wären das? Wenn du am Obelisk das richtige Opfer da bist, sinkt die Feindlichkeit. Das richtige Opfer. Was heißt das denn? Das haben wir doch, oder? Können wir Holz opfern eigentlich? Ja, ein bisschen. Ach, ist deaktiviert. Aber trotzdem, wo ist das denn mit dem Bäcker? Ich dachte, das hätte ich genommen. Hab ich auch nicht. Komisch. Aber den Bäcker sollten wir bald mal bauen. Wobei. Ja, gar kein Mehl, ne? Die Ranch haben wir da oben. Ja, müssen wir ja mal gucken. Muss erst mal gucken, wie ich die. Scheiße, ich habe keine Bretter. Wieso habe ich keine Bretter? Alter, ist nicht mal ein Viertel vorbei. Also die Echse wird lieben. Echse wird safe liegen. Hier sind wir noch nur Schrott, ne? Naja. Oh Mann. Der Echse kann ich aber auch nichts Gutes tun, tatsächlich. Warte mal. Den Lager ist eine Feindseligkeit um 30. Ich habe 3, das sind nochmal 90 oder was? Okay, damit warten wir dann erstmal. Warum ist jetzt alles nochmal gesunken? Leck mich doch am Arsch, ey. Hä, das mit den Holz hat nichts gebracht? Ernsthaft? Ja, ey, geil. Da können wir weiterarbeiten, ne?
Gut, kann ich nicht retten, die Leute. Kann ich nicht retten. Kommen zum Glück direkt ein paar neue. Aber gut, das ist dann halt so. Minus 2. Nochmal ein Feld, nicht schlecht. Kommt mit Bandage dran, was soll ich machen? Was haben wir hier? Ja. Jedes Mal, wenn du 30 wird die Feindseligkeit um 10 verringert. Ich mach das. Auch wenn das mit dem Haus natürlich sehr, sehr geil ist. Aber Feindseligkeit geht vor. So, es sind 3 Leute gestorben. Das ist aber auch die dümmste, schlimmste Plage gewesen, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass das die schlimmste Plage war. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. So, wir schmelzen Kupfer ein. Bedeutet für uns, dass wir auch hier die Haken anmachen. Also die Hakenproduktion ist gestartet, auch wenn wir gerade sehr, sehr viele haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Und wir werden auch demnächst mal eine Kupfermine in Betrieb nehmen. Wo waren 4? Hier waren, oben waren 4. Das hier sollten wir halt auch mal machen. So sie abbauen. Einen dritten Holzfäller demnächst. Das ist mir alles viel zu langsam hier. Bauen wir momentan? Nö, ne? Man kann die auch da rein. Ein bisschen Fleisch abbauen. Quatsch, Krabben. Krabben. Ach so, doch, hier bauen wir. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Es ist nicht so tragisch. Was ist eigentlich mit den Baumaterialien? Paketen 6 haben wir erst. Ach, da gehen die ganzen Bretter hin. Stimmt. Ja, hier müssen einfach mehr Leute drin arbeiten. Mach du mal Pause. Und geh mal hier rein. Wobei, nee. Bau mal.
bau mal die Felder und hier das und so. Zorg ist da. Er hat die Kleinfarm, ohne Witz, ne? Er hat die Kleinfarm. Ich fass es nicht. Magst du Bären haben? Ernte ist schneller. Ja. Nichts zum Handeln. Hier brauche ich. Einmal schneller haben wir ja schon, ne? Ja, natürlich sehr, sehr geil, wenn man das alles hätte. Das ohne Frage. Aber ist jetzt nicht. Soll ich hier raus? Mal abbrechen, ne? Hier muss eine Kleinfarm hin. So, die sind auch gleich fertig. Die müssen wir auch neu bauen. Auch nochmal 5 Bretter. Scheiße. Ich brauche Leute, ey. Es ist unfassbar, wie sehr ich Leute brauche, ey. Das ist aber auch langsam hier, wie die kommen. Fall rein. Ja, wir wissen ja auch, wir haben ja den Perk hier. Für jede 10 Getreideproduktion, 10. Getreideproduktion oder pro 10 Getreide? Ist ja auch egal. Kriegen wir 3 Pilze. Das ist ja nice. Ich muss irgendwie sehen, dass ich Pasteten mache, glaube ich. Wir brauchen schnellstmöglich Pasteten. Scheiße. Mir fällt gerade auf, ich habe noch gar kein Mehl, oder? Ich habe noch gar kein Mehl. Okay, das ist schlecht.
Das kostet 5, ne? Ich glaube, dass ich die einreiße, das bringt mir mehr. Noch so ein Viech, ey. Ja, nix davon. Das Teil ist auch gleich weg. So, die haben es endlich mal geschafft, die Bären da abzubauen. Ne, machen hier die Bären. So, das haben wir alles eingeschmolzen, da kann der erstmal wieder raus. So, nee, warte mal, dann macht der. Löst. Warte mal, die sind doch gleich fertig. Nee, dann können die hier hoch. Und er macht jetzt das hier. Nee, das kann er nicht machen. Verdammt. Warten wir einfach ab. Das tickt ja nicht weg. Das tickt ja nicht weg. Aber es kommt jetzt schon wieder Sturm, ne? Fuck. Es geht viel zu langsam alles irgendwie. Ich komme irgendwie nicht vom Fleck, habe ich das Gefühl. Weil ich einfach zu wenig Leute habe und die frecken mir jetzt im nächsten Sturm auch wieder alle weg. Jetzt haben wir die Schlangenplage. Minus 5 auf allgemeine Entschlossenheit. Ja, cool. Das bringt gar nichts. Warum bringt das hier nichts? Steht das irgendwo? Da tickt es runter. Wieso kommen die eigentlich mittlerweile im Sturm an? Jede Sekunde zählt. Jetzt die Echsen den roten Kringel kriegen. 6-3. Ist klar. Ganze Holz verbraten hier. Komm, seid zu Ende jetzt. Okay, keiner ist gestorben, immerhin. Die Pilzproduktion hört sich für jede 25. plus 1. Zählt dazu auch das hier? Oder soll ich ablehnen? Dann haben wir 10 Gold. Können wir das hier endlich mal machen? Mehl. Okay. We got them Mehl.
But no Bretter. Aber gut, wir haben jetzt ein paar Leute. Jetzt müssen wir mal clever hier die Leute erstmal einsetzen. Hier, das machen wir. Hier, das reißen wir ab. Das ist alles schon mal weg. Haben wir auch noch. So, dann den hier. Können wir nicht machen. Das hier. 6, 10. Machen wir das. So, jetzt sind halt gerade ziemlich viele unterwegs und machen hier Aufbruch-Action. Aber egal. So, die Ranch ist auch fertig. Das heißt, wir können aus 8 Getreide nehme ich mal nicht mit rein. So. Wenigstens mal ein paar Leute an. Jo, also, wir müssten jetzt dann versuchen, Pasteten zu bekommen. Da wir jetzt Getreide kriegen, brauchen wir die Bäckerei und den Gemischtwarenladen. Dann mal ein bisschen Pastetenproduktion. Wir kriegen, glaube ich, auch pro Pastete irgendwie Dörrfleisch. Kann das sein? Gott, ich weiß nicht, welcher Perk das war. Ja, pro 10 Pasteten 10 Dörrfleisch. Das heißt, das hier können wir dann mal irgendwann machen. Also auch mal eine Harpienhaus. Habe ich denn hier falsch gebaut? Ach so, das sind zwei davon nebeneinander. Naja, ist nicht schlimm. Stimmt, das können wir auch mal upgraden. Machen wir so. So, ist es jetzt Dörfleisch? Achso, wir haben Dörfleisch von da oben gekriegt. Jut. Die sind fertig, das ist fertig. Dann können wir hier gerade einen. Wo ist denn. Wir sollten dann vielleicht noch einen Holzfäller bauen. Hier arbeitet aktuell auch niemand, der Lehm holt. So, Mehl, Freunde, Mehl.
Getreide müssten wir ein bisschen was haben jetzt. Wird auf jeden Fall bald geerntet. Der Fliss ist da. Was hat der Fliss für mich? Stoffproduktion, die Geschwindigkeit der Dorfbewohner. Das hier hätte ich gar nicht ganz gerne. Leisten können wir es uns. Why not? So, das heißt, jetzt können wir demnächst Pasteten herstellen. Wir haben nur drei Echsen. Wo arbeitet die dritte? Wo arbeitet die dritte Echse? Hier. Gehst du hier rein? Nee, wo? Ecke? Nee, was? Doch, hier. So. Ist wenigstens Entschlossenheit. Wir haben auch noch Obdachlose. Das dürften aber keine Harpien sein. Sondern Echsen. Zumindest ein Echsenhaus brauchen wir. Ja, dafür reicht es dann doch nicht. Noch nicht. Das hier kriege ich, glaube ich, schneller hin als das mit den Prügelstäben. Warte mal, wer braucht nochmal Prügelei hier? Zwei, ne? Wäre aber insgesamt nicht schlecht. Machen wir das. Oha. Luxuspakete. Ne, Handelswarenpakete und Luxuspakete. Oder vier Tafeln. Für das Forum. Oder aber das. So, jetzt haben wir die hier schon mal ein bisschen verbessert. Bedürfnis nach Kleidung, Bedürfnis nach Dörrfleisch. Boah, halt immer noch diese scheiß Baumaterialienpakete, ne? Und es hilft nichts, ich brauche noch eine große Unterkunft. Muss ich noch mehr Haken machen momentan? Ja doch, ein paar haben wir wieder verbraucht, ne? Das heißt, hier muss auch mal wieder einer rein, ein bisschen was einschmelzen. Und jetzt auch wieder der nächste Sturm, wir haben kein Holz, um dem Einhalt zu gebieten, in Sachen von Verbrennen. Überhaupt, unsere Brennstoffrate ist momentan sehr, sehr gering. Und die Folge ist zu Ende, Leute. Gut, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich sag tschüss, macht's gut, euer Brilli.